Freunde, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin wieder sehr gut gelaunt, hoffe natürlich ihr da draußen auch, denn heute haben wir wieder eine neue First Dates Reaction. Liebe Freunde, ohne groß schnackeln, fackeln lang um den heißen Brei, ihr kennt's in der Videobeschreibung, ist alles verlinkt. Mein Insta, mein YouTube, aber auch RTL Plus, die uns ermöglichen, das Ganze hier zu reagieren. Und dementsprechend bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer macht's euch gemütlich, lehnt euch zurück, holt euch was Leckeres zu trinken. Bei mir ist es gerade Vitaminwasser. Ja! Ich hoffe, den kannst du richtig geil bearbeiten, Dennis, ne? Boah, den kannst du dumm. Ja. Wir gehen rein ohne groß schnackeln. Ihr merkt, meine Laune ist gut. Das heißt, das Date kann nur geil werden. Hoffen wir mal. Hoffen wir es doch. Let's go, der Hase. Yo, yo, yo. Wer bist denn du? Ich bin eine freiwillige Feuerwehr. Gehe sehr viel Fahrrad fahren, spazieren. Hab viel mit Pferden zu tun. Und nebenbei gehe ich samstags noch klettern. Auf Bäumen. Der auf Bäumen war sehr random, ich sag ehrlich. So, nebenbei gehe ich samstags noch klettern. Auf Bäumen. Gut. Geil, Eric, let's go. Hallo. Hallo. Magst du hier kommen? Ja. Ich bin zu First Dates gekommen, um meine große Liebe zu finden. Wer bist du? Der Eric. Eric. Roland. Ah. Nick. Ah, der Roland. Kennt man sonst nicht. Sehr erfreut. Mariella. Hallo. Ah, hallo. Aha. Sie lacht, süßer. Ja, bin halt gut drauf. Immer glücklich. Ja, mit so einem Chef kann man ja nur glücklich sein, oder? Ja. Wie? Ja. Geht's noch? Nee, Spaß. Lieber würde ich ein Mädchen vom Land haben wollen, weil die vielleicht die gleichen Interessen und vielleicht auch die gleichen Hobbys hat wie ich. Verstehe ich. Kann ich komplett nachvollziehen. Stadtmädchen klettern nicht auf Bäumen. Oder eher weniger, sag ich jetzt einfach mal. Die gehen eher so nachts in Bars und so, ne? Und tagsüber machen die. Was machen Stadtmädchen eigentlich tagsüber? Die machen so Zumba-Kurse und so, ne? So Cycling-Kurse und so, ja. Das machen Stadtmädchen, das stimmt. Dass man, ja, da auf den selben Nenner kommt. Wie sprichst du jetzt an? Alexandra kommt jetzt gleich. Ah, okay. Irgendwas muss sagen. Was? Ja, nicht, dass jetzt da sitzen bleibst und so. Nee, da stehe ich offen und nehme den Stuhl zur Seite. Ja, genau. Und dann sagst vielleicht mal, hey, Alexander, stell sie vor und schön, dass du hier bist. Und vielleicht hat sie Schuhe an und dann sind es schöne Schuhe. Sie hat zum Glück Schuhe an, Leute, zum Glück. Ich schaffe keine Folge mehr ohne Schuhe. Der Barfußbandit damals, der hat mir den letzten Nerv geraubt. Der hat uns auch geschrieben, ob wir das Video runternehmen können. Leute, wir nehmen keine Videos runter. Geht nicht. Macht ja keinen Sinn. Also, irgendein Vorteil muss es ja haben, dass ich von RTL die Erlaubnis habe, das hier zu benutzen. Wenn ich jetzt anfange, Videos runterzunehmen, setze ich mich jetzt hier noch irgendwann umsonst vor die Kamera und mache hier mein Ding oder was? Nee. Hör auf. Nein. Ja, wenn man den Namen Alex hört, dann denkt man direkt an Hilfsbereitschaft, würde ich sagen. Also, ich bin schon ein sehr hilfsbereiter Mensch. Warum denkt man da an Hilfsbereitschaft? Ich liebe das Landleben, ich liebe die Ruhe, die Traktoren, die durch das Dorf fahren. Dann auch diese Kirmesen, die halt meistens nur am Dorf stattfinden. Ich muss eine Sache kurz googeln. Mehrzahl von Kirmes. Die Kirmes, die Kirmesen. Krass. Hat sie alles richtig gemacht. Also das ist ja ganz komisch. Die Kirmesen. Und Großstadt, das ist mir alles einfach zu laut, zu dreckig. Da gibt's doch gar keine Bäume. Zu viel. Hallo. Hallo. Ich mag's lieber so ein bisschen kleiner, ruhiger. Ja, ich sag's, coole Schuhe. Passt super zum Kleid. Ja. Hallo. Hallo. Komm näher, bitte. Wow. Mir fehlen die Worte. Hallo. Hallo. Eric. Alex, hi. Freut mich, dich kennenzulernen. Ja, schöne Schuhe. Dankeschön. Puh.
glaube, mir hat noch nie jemand ein Kompliment zu meinen Schuhen gemacht. Das war erst mal so ein bisschen, musste ich schmunzeln, ja. Das ging mir ganz leicht über die Lippen, weil der Roland mir Mut gemacht hat. Auch gut hergefunden? Ja, war alles recht easy. Wo kommst du her? Ich komme aus Hessen, aus der Nähe von Bad Hersfeld, wenn ihr das was sagt, oder Kassel. Wo kommst du her? Ich komme auch aus Hessen, aus Wetzlar. Ah ja, das ist ja gar nicht so weit. Nö. Fährst du heute wieder nach Hause? Mhm. Ja, schön. Du bleibst hier noch? Ja, wir bleiben eine Nacht hier. Ich habe zwei Freundinnen mit, die sind noch in der Stadt unterwegs. Okay. Wir wollen vielleicht heute Abend noch mal ein bisschen anreihen. Vielleicht kann ich es mir ja noch mal anders überlegen. Ja. Wir werden sehen. Der Flirtboss, ne? Vielleicht sollten deine zwei Freundinnen schleunigst verschwinden, denn ich bin jetzt dran hier. Ich habe ein bisschen Überhand genommen hier. Erik wirkt sehr unsicher, sehr zurückhaltend und sehr schüchtern. Ja, dann würde ich mal sagen, zum Wohl, ne? Ja. Ein schönes Date. Ja. Zur Mitte, zur Tilte, zum Zack, Zack, Zack. Durch meine Schüchternheit würde ich liebend gerne mehr sagen wollen und mehr aus mir rauskommen. Das ist halt mein Problem, was ich habe. Wie alt bist du? Ja, in 2 Wochen werde ich 29. Ah ja, bist du auch ein Krebs? Mhm. Ah, ja, ich auch. Ich auch. Ah, okay. Und der Nick auch. Ah, alles Krebse hier. Alles Krebse. Alles Krebse? Alles Krebse. Hey, Mariella, komm mal rum. Ja. Komm mal rum, mach mal so. Ah, du bist ja auch. Ja, ja. Ach. Ach ja, jetzt habe ich dich vergessen. Sie ist ein kleiner Krebs. Sie ist ein Krebschen. Alles Krebse. Okay. Krebse, Krebse. Jetzt macht er auch Krebse. So? Krebse, Krebse. Krebse. Kommt mit mir bitte. Hauptsache, alle haben Spaß. Was soll ich sonst jetzt noch dazu sagen, großartig? Sit down and eat your food. Ich bin gespannt, ob ihr euch miteinander gut tut. Ich bin gespannt, ob die viben, die beiden. Immer noch ganz schön aufgeregt, oder? Ja, ein bisschen. Ich gebe mir echt Mühe, dich ein bisschen runterzuholen. Alles easy, alles gut. Ja. Ich weiß es nicht. Nein, denke ich doch. Wie lange bist du schon Single? Seit 28 Jahren. Also du hattest noch nie so eine Freundin? Mm-mm. Hat sich nie ergeben, oder? Naja, ich hatte schon zwar öfters ein Date gehabt oder so, aber dass ich jetzt eine feste Beziehung hatte, war noch nie so gewesen. Hat sich noch nie so richtig ergeben, weil ich halt sehr schüchtern bin. Okay. Und dann bewirbst du dich aber hier bei First Dates, ja, weil trotz, ich dass das, du so schüchtern bist? Weil ich das ganz einfach probieren wollte. Ah ja, das ist ja sehr mutig von dir. Der arme Bruder, ja. Also echt Respekt, der sitzt da wie bestellt und nicht abgeholt. Es tut mir ein bisschen leid. Ich würd ihm gerne unter die Arme greifen. Ich habe halt erst so eine Auftauphase, bin eher schüchtern. Aber wenn man sich dann ein bisschen länger kennt, dann bin ich halt auch sehr offen, manchmal auch ein bisschen frech. Jetzt aber, halt, nee. Frech, sagst du. Ist doch jemand, der weggeht? So feiern? Ja, auf Kommis gehen. Ah, okay. Kommis ist bei uns groß im Rennen, dass man da jemanden kennenlernt, der meistens aber auch irgendwie aus dem Ort ist, den man schon gesehen hat, aber noch nicht näher kannte. Da hat es aber auch noch nichts zu ergeben mit einer Frau. Nee. Also ich fand es sehr schön gewesen, dass die Alex mich sehr viel gefragt hat. Und andersrum habe ich es auch versucht, sehr viele Fragen zu stellen. Ist mir zwar nie immer gelungen, aber ich habe mein Bestes gegeben. Das ist das alles, was zählt, Mann. Die Motivation und der Hintergedanke, das ist alles, was wichtig ist. Was ist dir bei einer Frau ganz besonders wichtig? Ich wollte dich auch gerade was fragen. Aber was sorry, fang ruhig an. Ich wollte bloß fragen, ob du auch gerne Fahrrad fährst oder so dich. Nee. Also ich fahre tatsächlich nicht so gerne Fahrrad, ich bin lieber zu Fuß unterwegs. Also ich gehe sehr gerne spazieren, muss ich sagen. Oder auch mal, wir haben so ein paar Berge bei uns, auch mal ein bisschen wandern. Ja. So, das finde ich eigentlich ganz cool. Aber doch, da haben wir schon eine Gemeinsamkeit. Das würde ich auch lieben gerne, würde ich immer in die Berge wandern gehen. Ja. Noch einmal auf deine Frage zurück. Treue, humorvoll. Unternehmungslustig. Hm. Ja, das würde ich mir sehr wünschen. Hm. Und optisch? Ja.
das ja. So wie du bist, schon, ja. Ach ja, danke. Ja, kann man schon. Also kann man schon machen. Also jetzt so wie du da sitzt, würde ich jetzt halt auch, also würde ich mit dir auch, also würde ich mit dir auch rumknutschen, so, also. Du bist mir sehr sympathisch. Dankeschön. Oh, es ist, für sie ist es leider echt, man merkt so ein bisschen, dass sie sich da einfach so ein bisschen durchhangelt und das Ganze so ein bisschen am Leben lässt. Aber für sie ist es natürlich auch schwer so, ne? Weil er findet sie offensichtlich gut und ist auch super nervös, gerade sein erstes Date und so. Und für sie ist es vielleicht nicht genau der, den sie sich vorgestellt hat. Mal gucken. Dass er mir das Kompliment gemacht hat, aber wohlgefühlt habe ich mich nicht. Was machst du denn? Oh. Was bist du für ein Vollidiot? Oh, ist das heiß. Hier, weil du die ganze Zeit im Spiel. Ja, ich hab nicht gesehen, dass ich den Griff gemacht habe. A never ending love story zwischen Nick und Roland. Ich sag's euch, wie es ist. Butter bei die Fische, gell? Ja, lass es dir schmecken, ne? Ja, dir auch. Das sieht ja auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Mhm. Und wie sieht es bei deinen Freunden aus? Haben die alle Partnerinnen? Ja. Das ist... Fühlst du dich dann auch mal so ein bisschen blöd dann? Ja, ich fühle mich so, als wäre ich das fünfte Rad. Hm. Dann haben sie noch alle Kinder. Oh, okay. Wie sieht das bei dir aus? Was meinst du genau? Mit Kindern, also wenn du jetzt den Partner... Ob ich mal welche möchte. Hm? Mhm. Wenn du jetzt den Partner halt mal ranlässt an die Bulette und darf da auch mal neidippen, so, wie sieht's denn aus, so, hast du auch Bock auf eine Schwangerschaft oder wird schon das ein oder andere Ferkelchen rausbrüten oder... Wenn's passt? Ja. Ja. Also das ist eine sehr unangenehme Stimmung hier, Leute. Ja. So geht's mir gerade auch. Also ich muss sagen, ich habe mich doch sehr unwohl gefühlt. Ich habe das versucht zu überspielen und habe gedacht, na gut, ich mache jetzt das Beste aus der Situation. Ich bin sowieso nie so einer, der nur 90 Minuten lang durcherzählt. Deswegen habe ich mir die Pausen eingeräumt sozusagen. Ja, wenn man Pause braucht, dann wird auch Pause gemacht. Also da kenne ich auch gar nichts. Da brauchen wir gar nicht so kommen. Oh, die Kasse kommt. Ich übernehme die Rechnung. Dankeschön, das ist aber nett von dir. Also bei der Rechnung finde ich es schon angemessen, wenn der Mann das beim ersten Date macht. Also das erwarte ich auch so ein bisschen. Aha. Ansonsten bin ich schon eine bodenständige, selbstständige Frau und wäre auch okay, wenn wir das teilen würden, aber ich fände es schon schöner, wenn das der Mann übernimmt. Schön, dass ihr wart. Danke für die Einladung. Danke. Sehr gerne. Alles klar. Ein schönes Leben. Danke, danke. Ebenfalls. Tschüss. Schönes Ciao. Leben. Ciao. Schönes Leben, auch kranke Aussage. Also ich bin sehr positiv überrascht. Ich fand es sehr schön, das Date. Und würde mich halt sehr freuen, sie gerne wiederzusehen. Wir drücken die Daumen. Ihr drückt gar nichts, Mann. Ihr wisst, dass es kein zweites Date geben wird. Wird es denn ein zweites Date geben? Ich finde, du bist ein sehr, sehr netter Typ. Trotz allem denke ich, dass wir so weit auseinander sind, interessentechnisch und auch menschlich, dass ich nicht glaube, dass das passt und ich nicht so gerne ein zweites Date möchte. Okay. Ich hätte es mir gerne gewünscht, ein zweites Date. Aber muss es jetzt halt so hinnehmen. Oh Maus. Oh nein, er war richtig down. Mann! Es ist einfach nicht immer einfach, Leute. Es geht nicht immer alles so, wie man sich's vorstellt. Es funktioniert nicht so. Nur weil man zu First Dates geht, heißt es nicht, dass sie euch die perfekte Partnerin finden und dass sie euch da verkuppeln können. Das ist nicht zwingend der Fall. Das müsst ihr euch merken.
Bin mal gespannt, was ihr alle zu meiner Folge sagen werdet. Vielleicht führe ich gerade schon im Hintergrund eine geheime Beziehung, weil es so gut gepasst hat. Ihr wisst es nicht. Darf auch nicht spoilern, ich will auch nicht spoilern. Ich freue mich, wenn meine Folge endlich rauskommt. Ich kann es nicht mehr abwarten, Leute. Das kommt mir vor wie eine Ewigkeit, aber es braucht immer so ein paar Monate, bis wir das Ding fertig geschnitten haben. Deshalb lassen wir es mal auf uns zukommen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr es auf jeden Fall nicht, wenn die Folge rauskommt. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder 14 Uhr. Hier irgendwo ist eine Playlist in den Ecken verlinkt. Die könnt ihr gerne abchecken, da findet ihr alle First Dates Folgen. Könnt ihr ein bisschen durchklicken, welche ihr noch nicht gesehen habt. Und ansonsten sehen wir uns morgen. Bis dahin, haut rein, 14 Uhr. Haben wir ein Date. Ciao. Sag mir, ob du schläfst oder ist es schon zu spät, ja. Pack mir ein Uber und ich mach mich auf den Weg, ja. Kenn uns erst eine Woche, perfect match aus meiner Gegend. Kasperstraße 4 hat mich schon so an dich gewöhnt.